Der Deutsche Fußballbund, der DFB und die deutsche Nationalmannschaft sind seit dem WM aus eine einzige Baustelle. Und seitdem ist einiges passiert. Oliver Bierhoff, seines Zeichens Sonnenkönig des DFBs gewesen, so ein klein wenig, das kann man schon so sagen, ja. Hat sein Amt niedergelegt, auf, ich glaube, dringendes Anraten. Und direkt darauf verkündete der Bundestrainer Hansi Flick in einer Mitteilung, das war gestern, auf dem auf der offiziellen Seite des DFB, dass er und sein Trainerteam zur Stunde nicht sehen, wie sie ohne ihren Freund und Ansprechpartner Oliver Bierhoff weiterarbeiten sollen. Jetzt, keine 24 Stunden später, hat Hansi Flick gesagt, ich mache es. Ihr habt mich lange genug bearbeitet, ihr habt mich breitgeschlagen, ich mache weiter. Und wir hatten uns überlegt, was wir an Trainerkandidaten statt Hansi Flick zur Verfügung, die uns einfallen könnten. Darüber wollen wir auch gleich noch reden, aber ich möchte ganz kurz noch darüber reden, was da in den letzten 24 Stunden passiert sein könnte. Wir haben keine Ahnung, aber ich bin ja immer großer Fan davon, mir schnell Theorien zusammenzuspinnen. Was ist deine Theorie? Ich glaube, Hansi Flick ist auf dem Weg dazu, der mächtigste Mann im deutschen Fußball zu werden. Der wird sich, das ist gestern, was er gestern gemacht hat mit dieser Aussage, war Druck aufbauen, zu sagen, ohne meinen großen Freund kann ich hier nicht weiterarbeiten. Heute war Krisengipfel und ich vermute einfach, dass er heute gesagt hat, wenn ihr wollt, dass ich weitermache, und ich glaube, er will das, weil ich glaube, dass die wichtigsten Fürsprecher der Mannschaft in der Mannschaft auch noch für ihn sprechen, hat er gesagt, dann will ich aber eine Mitsprache dabei haben, wer jetzt dieses Amt übernimmt. Und guess what, die Meldung heute ist, der DFB muss jetzt erstmal gucken, wie dieses Amt strukturiert werden soll, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Ich sage, Bobic hat abgesagt, Fälle sind davon geschwommen und sie wollten wenigstens Hansi Flick sicher haben, damit nicht alles auseinanderbricht, und haben dem Mann jetzt ein bisschen Macht gegeben. So könnte ich es mir vorstellen. Also ich glaube halt, dass Aki Watzke mittlerweile auch ein sehr großes Gewicht hat. Ja, also auch der mächtigste Mann ist Watzke, klar. DFB-übergreifend da ein sehr großes Wort mitredet. Deswegen, ich meinte jetzt so im direkten Komplex Nationalmannschaft. Da, glaube ich, hast du recht. Und ich finde einen Gedanken interessant, den du geäußert hast, nämlich, dass er in der Mannschaft noch viele Fürsprecher hat. In der Politik ist es ja so, wenn du zum Beispiel Bundestagsabgeordneter bist, wenn du ausscheidest da, dann gibt es, glaube ich, so eine gewisse Sperrfrist, die vergehen muss, bevor du zum Beispiel auf die andere Seite wechseln darfst, in die freie Wirtschaft gehen darfst, Lobbyarbeiten, was auch immer. Da gibt es eine Sperrfrist. Ja. Und analog dazu frage ich mich, ob das nicht auch clever wäre, bis zu einem gewissen Grad im Fußball, von Club zu Nationalmannschaft. Wobei das eigentlich nur in einem Sonderfall gilt, und das ist der Sonderfall Hansi Flick FC Bayern, weil wenn Hansi Flick jetzt vorher, was weiß ich, Augsburg-Trainer gewesen wäre, dann gäbe es keinen dominanten Augsburg-Block, der so einflussreich im DFB-Team ist. Aber ich finde schon, dass, ich sag mal nur Folgendes, ich kann mir vorstellen, dass im Gesamtverlauf dieses Turniers die Dynamik Hansi Flick, ehemalige Schützlinge von ihm im FC Bayern, 100%. Nationalmannschaft, dass da Brisanz drin war. Ja, das glaube ich auch. Und das hört man ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen raus. Und ich habe irgendwo was gelesen und ich weiß jetzt nicht mal mehr, ob es ein Zitat war oder einfach nur eine Meinung von irgendeinem Journalisten sowas. Aber, und das war so im Kern, Hansi Flick hat nie wirklich aufgehört, Bayern-Trainer zu sein. Den Satz habe ich auch gelesen und der war sehr, sehr treffend irgendwo, ja. Und das, wenn du die Aufstellungen dir anschaust, macht es komplett Sinn. Und wenn du die Entscheidungen, die er getroffen hat, anschaust, macht es komplett Sinn. Dort wurde Bayern-Spielern zugearbeitet. Jetzt bleibt er dabei. Zuallererst mal kurze Einschätzung. Was sagst du? Was denkst du? Dass er bleibt? Ja, gut, schlecht. Weder noch. Also schlecht würde ich es per se auf jeden Fall schon mal nicht nennen. Also gut, den Nachweis muss er erstmal selbst erbringen. Mhm. Ich würde sagen, ich stehe dem erstmal jetzt neutral gegenüber. Bin gleichzeitig aber der Meinung, dass ich einen anderen Namen, einen anderen Trainer, den wir gleich noch besprechen werden, sehr spannend und vielleicht sogar besser gefunden hätte. Ja, ich habe eine andere Meinung, ein bisschen deutlichere Meinung. Meine Meinung ist, Hansi Flick hat in den letzten 15 Jahren die allermeiste Zeit beim DFB verbracht, in den letzten 20 Jahren. Ist ein absolut elementarer Bestandteil dessen, was beim DFB passiert ist. Und mit dem weiterzumachen, ist das Gegenteil von einem Umbruch. Und wer nicht denkt, dass wir einen Umbruch brauchen beim DFB, der macht seinen Job eh schon mal nicht richtig. Das ist ein guter Einwand, weil eigentlich hast du schon recht. Es ist irgendwie mit einem anderen Namen eine dieselbe Fortführung Suppe dessen, was wir halt schon kennen und was uns alle genervt hat. Und ja auch irgendwie jetzt im Vorlauf des Turniers alleine schon eine Rolle gespielt hat. In der Kaderauswahl, in den Spielern, die präferiert wurden. Vieles daran hat so ein bisschen erinnert an alte Probleme, an alte Ärgernisse unter Jogi Löw, die einfach nur nicht so krass hochgekocht sind, weil der Ballast, den Hansi Flick mit sich trägt, noch nicht so krass war, wie der sich in allen Jahren Jogi Löw aufgestaut hatte. Und jetzt wird er größer.
Und der wird beim nächsten Turnier auch größer sein. Und bei der EM 2024, der Heim-EM, hätte es durchaus auch andere Kandidaten geben können, die dort auf der Bank sitzen. Ein Name, über den reden wir gleich, glaube ich. Weil da sind wir uns, glaube ich, einiges über den länger reden wollen. Ich möchte aber über ein paar Namen kürzer reden noch. Du hast eine Shortlist mitgebracht, ne? Ja. Eine Honorable Mentions. Genau, also zuallererst mal, ich glaube, über den Namen Jürgen Klopp müssen wir nicht sprechen. Nee. Fänden wir alle schön, wird nicht passieren. Stefan Kuntz wurde letztes Jahr gehandelt, kurz. Ja. Ist bei der Türkei stark in der Kritik. Für ihn gilt aber derselbe Kritikpunkt wie der für Hansi Flick gilt für mich. DFB-Suppe. DFB-Suppe, ja, aber ich glaube bei weitem nicht mit dem weitreichenden Einfluss und in die Bereiche, um die es geht. Wenn er den gehabt hätte, wäre er geblieben. Wenn er den Einfluss gehabt hätte, dann wäre er gar nicht wahrscheinlich gegangen. Schon. Ja. Und ich finde auch im Rahmen dessen, was man von ihm erlebt hat, hat er ja mit den jungen Spielern, mit den nachkommenden Spielern sehr gut zusammengearbeitet. Ja. Also ist absoluter Man-Manager, super beliebt bei Spielern. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, nicht verkehrt. So jemanden kann man absolut brauchen. Aber wie gesagt, bei der Türkei noch unter Vertrag, nicht unumstritten. Hat er zuletzt, die Kritik kam auf, nachdem er gegen Faroe verloren hatte, glaube ich, was immer schon so, ne, nicht so eine gute Sache ist. Meistens Alarmsignal. Wenn man dann so durchguckt, Spieler, Trainer, die Deutsch sprechen, das halte ich schon für wichtig. Also ich glaube nicht, dass der DFB bereit ist. Ich glaube, sie sind bereit, vielleicht einen Trainer zu nehmen, der keinen deutschen Pass hat, aber er soll Deutsch sprechen. Paar Namen für dich. Jerry Seoane. Nein. Null, ne? Geht nicht. Auch von der Vita her nicht. Funktioniert nicht. Schillernd genug, ja. Domenico Tedesco. Stromlinienförmig genug, um es zu machen? Nein. Auch also, einfach den Erfolg nicht. Null Erfolg. Adi Hütter. Nee. Funktioniert nicht. Nein. Jetzt kommt mein Mann. Der Mann, bei dem ich glaube, dass, ich schwöre, also, der Mann wird nicht geholt. Aus diversen Gründen. Der eine Grund ist, dass ich glaube, der DFB zu viel Angst hätte davor, vor jeder Pressekonferenz, die der Mann führt. Und da könnte es bei dir schon langsam klingeln, wer das ist. Aber mit diesem Typen garantiere ich dir, scheidest du in keiner Vorrunde aus mit der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist Steffen Baumgart. Und ich meine es komplett ernst. Ich meine es komplett ernst. Abgesehen von dem Mann, über den wir jetzt gleich noch ein bisschen reden wollen, ja, wäre Steffen Baumgart mein Lieblingskandidat. Also, es hätte erstmal einen riesengroßen Entertainment-Value. Und ich glaube, unglaublich geil. Ich glaube, es würde auf den ersten Schlag, was Sympathiepunkte angeht, ganz viele Leute zurückholen. 100%. Weil er komplett der Gegenentwurf ist, ja, zu durchgeplant, Marketing, allglatt. Also das ist absolut das personifizierte, ja, Gegenstück zu dem, was uns allen so zum Hals rauskommt. Geiler Typ, geiler Typ einfach. Ja. So eine Typendiskussion ist schwachsinnig, aber genau das ist es eben. Halt ein echter Mensch. Ich würde ihm nicht mal die sportliche Kompetenz dafür, die Fachkompetenz dafür absprechen wollen. Ich glaube, das Kernproblem ist, und das hast du ja auch schon angedeutet, dass du ihn in der Kommunikation nicht kontrollieren kannst und nie ganz weißt, was du kriegst. Und dass das für den DFB, ja, und für seine Imagenummer und alles, ja, viel zu heiß ist, je nachdem, was der Bundestrainer davon sich geben könnte. Aber das Geile ist ja, was du mit Steffen Baumgart bekommen würdest, ist genau das. Und wie du gerade gesagt hast, der DFB hat davor Angst, würde davor Angst haben. Und ich glaube, dass aber genau das Beste wäre, was im DFB passieren könnte. Ein Bundestrainer, der sich da hinsetzt und wirklich Klartext redet und nicht rumwischiwaschi. Ein Bundestrainer, der keine Ahnung, wen vom ersten FC Köln anfängt zu nominieren, weil er beweist, der funktioniert da rein. Ein Typ, der Fußball spielen lässt, der geradlinig ist, direkt kracht und knallt, wo Effizienz beim ersten FC Köln, ne, das kriegen die. Wir haben Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Benno Schmitz hinten rechts, Kölsche Kafu. Komm, also bitte, Benno Schmitz. Schmitz macht da Tempo. Ja, ich weiß es nicht. Ich will Steffen Baumgart gar nicht vom 1. FC Köln klauen. Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Ich persönlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich das Faust aufs Auge für das, was der DFB bräuchte, wenn sie clever wären, um die Nation zurückzuholen. Ja, schon. Der andere, der stellvertretende Vater der Nation, ist ja eigentlich Christian Streich. Ja. Der auch irgendwo passen würde, aber ich sehe es auch nicht. Ich glaube auch. Ich sehe es einfach nicht. Ich kann nicht mal sagen, warum. Aber das liegt, glaube ich, nicht an der Konstellation Deutschland-Streich, sondern daran, dass ich Christian Streich einfach grundsätzlich nicht außerhalb von Freiburg. Der geht nicht aus Freiburg weg, genau. Das ist, glaube ich, die große Krux. Aber er hätte ja auch so ein bisschen hat ja wirklich so einen Vibe von Vater der Fußballnation. Mhm. Der alte weiße Mann, dem man zuhört, wenn er spricht auf seinen PKs und referiert fast schon. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Mann, um den es eigentlich gehen sollte. Ja. Der Mann, der auch medial mit am heißesten gehandelt wurde, der aktuell, ja, auf dem Markt ist und wahrscheinlich der kompetenteste, schillerndste Name ist an deutschsprachigen Trainern aktuell verfügbar, Thomas Tuchel. Ja.
Thomas Tuchel. Er soll gesagt haben, dass es durchaus ein Interesse besteht. Das hat sich jetzt zerschlagen. Vielleicht auch das alles schon Ränkespiele gewesen. Druck aufbauen. Wir unterhalten uns mit Thomas Tuchel. Hansi, überleg's dir mal ganz genau. Wenn der DFB einen, was ist der Mann jetzt? 50, Thomas Tuchel? Ende 40, 50. Also, ja. Wenn die es schaffen würden, so einen Trainer mit diesem Ruf, mit dieser Qualität und mit dieser Vita jetzt an den DFB zu binden, wäre das unglaublich großartig gewesen. Vor allem wäre das großartig in meinen Augen. Thomas Tuchel ist 49 Jahre alt, dieses Jahr geworden. Vor allem wäre es großartig, weil Thomas Tuchel bei seiner letzten Station erst eigentlich in a nutshell den Arbeitsnachweis erbracht hat, ja, den du dir von ihm für Deutschland genau so, ja, wünschen würdest. Denn wie war's? Chelsea wurde trainiert von Frank Lampard. Durchlässig bis zum geht nicht mehr. Gegentore ohne Ende gefressen, keine kohärente Struktur. Thomas Tuchel kommt. Das Erste, was er macht, die oberste Prio, mit der er arbeitet, ist, ich muss diesen Laden hier stabilisieren. Zunageln. Und erstens hat er das implementiert, was du ja für Deutschland schon länger forderst, die Dreier- respektive Fünferkette. Und hat aus Chelsea eine kompakte, so dermaßen schwer zu überwindende Mannschaft gemacht, die dann über ihre Qualität, die sie hatten, in Umschaltmomenten gefährlich geworden ist, und hat aus dieser defensiven Kompaktheit heraus mit dieser Mannschaft ein K.O.-Turnier, nämlich die Champions League, gewonnen. Das heißt, er hat mit Chelsea eigentlich im Kleinen genau das getan, was du dir in den nächsten anderthalb Jahren wünschen würdest, was passiert für die DFB-Elf bis zur Halbzeit. Das ist meine Arbeitsprobe, sagt er. Ja. Das ist meine Arbeitsprobe. Ja, er, was er außerdem ist, ist ein unumstritten brillanter Fußballlehrer. Was ist los? Ja. Er holt im ersten Jahr mit Deutschland die Champions League. So ist es. Er ist ein brillanter Fußballlehrer. Eine Sache, die man bei Thomas Tuchel aber auch sagen muss, ist der ganz frei von dem, da müssen wir aufpassen, was er auf der PK sagt. Nicht so richtig. Nicht so ganz, aber ich glaube, er ist kalkulierter und im Zweifelsfall etwas überlegter und auch in seiner in der Art und Weise, wie er denkt, medienkompetenter als ein Steffen Baumgart. Ja. Das heißt, ich glaube, die Ausrutschergefahr, dass er mal was Unbequemes sagt, das kann ich mir vorstellen. Aber das Ausrutscherrisiko sehe ich nicht ganz so hoch, während uns kurz hier die Beleuchtung flöten geht. Die Lichter gehen aus, das hier ist gerade, ist eine schöne, boah, 100% muss runter machen, Alter. Auf wie viele war es? Auf 20, glaube ich. Bisschen mehr noch? Bisschen mehr noch? Ja, ist okay. Muss mal als Zeichen werten hier. Die Sonnenkönige. Also unbequem, ja. Aber ich glaube auch, was ja bei Thomas Tuchel auch so ein bisschen galt, war, ich halte es oft auch für Quatsch, aber es ist so ein bisschen dieses in seiner Intensität und Art und Weise, dass er sich irgendwann abnutzt an seinem Spielermaterial. Ja. Und dieser, dass der Day-to-Day-Umgang nicht so krass wäre, würde ihm, glaube ich, vielleicht sogar die Karten spielen. Ja. Ich glaube auf der anderen Seite, dass Thomas Tuchel jemand ist, der so viel, er sieht es, glaube ich, genau andersrum. Ich glaube, er sieht sich in der Lage, so viel Input zu geben und Spieler so zu formen und zu verändern und zu verbessern, dass er eben diese tägliche Arbeit unbedingt will. Ja. Aber ich bin auch bei dir, dass ich sage, ich glaube, dass er sich weniger abnutzt. Denn eine Sache, die man über Thomas Tuchel bei allem Erfolg und bei aller unumstrittenen Qualität, die der Mann hat, sagen muss, ist, er hat so seine Probleme gehabt, mal mit der Mannschaft, mal mit Vorgesetzten, aber es hat häufiger mal geknarzt und geknirscht auf jeden Fall bei ihm. Definitiv. Ich finde nach wie vor, dass es aber mit den, also dass er gefühlt von Station zu Station gelernt hat und besser wurde darin in alle Richtungen, im Umgang mit den Medien, mit der Mannschaft. Also ich glaube, in vielen Bereichen sich da auch sukzessive verbessert hat. Und ich glaube auch, du hast vollkommen recht damit. Ich glaube, es wird ihm schwerfallen, weil er ist ja ein Trainer-Perfektionist. Ja. Es wird ihm, glaube ich, schwerfallen, von diesem ultimativen Anspruch loszulassen. Aber es wäre gleichzeitig, glaube ich, auch für ihn eine spannende Herausforderung, so seine eigenen Ideen mit dem notwendigen Pragmatismus irgendwie in Einklang bringen zu müssen für die Aufgabe Nationalmannschaft, wo du eben nicht diese Day-to-Day-Arbeit hast, um die Automatismen wirklich bis ins kleinste Detail einzuschleifen, sondern ein bisschen anders arbeiten musst. Und gleichzeitig hat eben auch jemand im Chat gesagt, unbequem wäre ja gar nicht so schlecht, weil du wünschst dir ja aktuell einfach nichts sehnlicher als ein ehrlicher Finger, der so in die Wunde, ja, reingeht. Und deshalb halte ich nämlich dieses Weitermachen mit Hansi Flick wirklich für ein Riesenproblem. Ich sehe more of the same, ist ganz klar mein Bauchgefühl gerade. Ist bei Thomas Tuchel, gibt es aber die eine Gefahr, dass der Mann vielleicht, wenn er der mächtigste Fußballtrainer Deutschlands ist, dass ihm das nicht so richtig gut tut? Nee, glaube ich nicht.
Weiß ich nicht. Nein, das sehe ich nicht. Glaubst du nicht, dass er sich in der Pressekonferenz hinstellt und sagt, ja, wenn sie den Schotterbeck auch immer in der Viererkette nur einsetzen, wenn er nie Dreierkette links spielen darf, dass, glaubst du nicht, dass er anfängt, andere Trainer zu belehren über die Medien? Nein. Ich könnte es mir absolut vorstellen. Das sehe ich nicht. Kann ich mir 100% vorstellen. Trotzdem würde ich sagen, wenn wir Steffen Baumgart nicht bekommen, und wir wissen inzwischen, Hansi Flick bleibt Trainer, unsere Wunschlösung, Thomas Tuchel als Nationaltrainer.